Hauptfeldwebel Philipp Oliver Porzig war ein deutscher Zugführer und gehörte zu den ersten Kräften, die den eingeschlossenen Soldaten beim Karfreitagsgefecht zu Hilfe kamen. Hierbei zeichnete sich der Fallschirmjäger durch besonders mutiges Handeln aus. Während die eigenen Fahrzeuge bereits unter gezieltem Feindfeuer lagen, saß er mit seinen Männern ab und versuchte unablässig, den Ring der Aufständischen zu durchstoßen. Dabei führte Porzig stets von vorne und setzte sich mehrmals dem Beschuss der Aufständischen aus. Zusammen mit seinem Zug erreichte er die Stelle, an dem zuvor das Fahrzeug des Golfzuges angesprengt worden war und nahm Verbindung zu den Kameraden auf. Hier koordinierte er die weitere Verteidigung, führte einen Munitionsausgleich durch und bereitete die Evakuierung der zahlreichen Verwundeten vor. Porzigs ruhige und einfallsreiche Führung war essentiell für die erfolgreiche Verteidigung der Position. Gleichzeitig schaffte er es durch Führen durch Vorbild, die Moral der eigenen Kräfte zu erhalten. Sein Handeln trug wesentlich zur Rettung der deutschen Verwundeten bei. Aufgrund dieser Leistungen wurde ihm das Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit verliehen.